Rapsoul im Skiurlaub Teil 2. Heute ist das Wetter leider nicht so schön. Und wir haben diesmal auch unseren Showpraktikanten Chris dabei, der ja gestern verschlafen hat. Und erzähl ganz kurz, was hat das die ganze Aktion gekostet zu verschlafen? 350 Euro. Nein. Ja? Doch. 130. 150. Ja. 150 Euro plus armen Leuten Geld leihen. Ja. Ja, der hat nämlich verschlafen, als wir losgefahren sind. Jan, was sagst du zum heutigen Tag? Wird es besser als gestern für dich? Ich muss sagen, ich strebe nach Perfektion und heute werde ich... Sieht man schon, wie er seine Jacke zubildet. Da sieht man schon, dass es ein Perfektionist ist. Die schwarze Piste erklimmen und auch runterklimmen. Erklimmen. Ja, ich habe richtig Bock heute. Gut. Dann gehen wir mal los. Du auch was erzählen jetzt? Ich bin eben gerade richtig auf die Schnauze geflogen und habe in meinen Hinterkopf gestoßen, habe aber keine Beule, sondern es ist einfach hier komplett geschwollen. Und auf dem Auge hier dreht sich hier die ganze Zeit. Das tut aber krass weh, ich habe irgendwie gar keinen Bock mehr. Aber ich fahre natürlich weiter, weil ich habe 25 Euro gezahlt für die Schere. Kein Verleih. Trotzdem, ich hab Kopfschmerzen jetzt. Mal gucken. Und hast du auch gedacht, holst du erstmal ein Bier? Oh Mann. Das tut ja schwer. Ja. Ich habe immer eine coole Frisur, glaube ich. Ich habe eine geile Mütze auf die ganze Zeit. Und das. Heute ist leider nicht so schönes Wetter, aber es wird alles gut. Jan, guck kurz bitte. Oh. Nee, doch nicht. Ja, wird alles cool und wir haben nachher noch einen Auftritt. Wir fahren noch ein bisschen Ski, wir warten jetzt gerade in dieser Skibar auf die anderen Leute. Tschüss. Ja, läuft. Also ich mache diesen Podcast jetzt mit Skibrille, weil wir jetzt auf den höchsten Berg fahren in unserem Skigebiet, in dem wir hier sind. Und das Geile ist, also erstmal wunderbare Aussicht, vielleicht kann man das ein bisschen sehen, es ist heute etwas neblig. Sieht man vielleicht alles hoffentlich. Es ist wunderschöne Luft hier oben. Und das Geile ist, das gibt es ganz selten sowas eigentlich. Also zumindest fahre ich auch heute das erste Mal in so einem Ding. Und zwar ist das hier ein Einsitzer-Sessellift, ja. Die Skifreunde unter euch werden wissen, dass es das ganz selten gibt. Ich sitze jetzt hier alleine. Ah, da vorne. Es wackelt auch immer ein bisschen hier und komische Geräusche. Ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Da vorne, das ist der Jens. Und vorm Jens ist der Chris. Da wir drei, also die zwei und ich, so die etwas besseren Fahrer sind, sind wir alleine hier rüber gefahren, weil hier schon etwas schwereres Skigebiet ist und haben den Jan bei dem anderen, der gut Skifahren kann, nämlich dem Ike, gelassen und der bringt ihm jetzt noch ein bisschen Skifahren bei. Ja, wir fahren jetzt hier runter. Das wird auf jeden Fall ein hartes Ding. Jens, du kannst mal winken, wenn du willst. Weißt du, was geil ist? Dass deine Sitznummer die Nummer 69 ist. Ja. So. Ja. Wie immer, meinst du die 70? Danke. So, hier oben ist auf jeden Fall auch kalt. Ja. Aber ich muss mir meinen Schal mal gleich ums Gesicht binden. Es ist echt kalt, Leute, hier oben. Jetzt wird es richtig. Da unten war es die ganze Zeit gar nicht so kalt. Hier ist es richtig kalt. Der Schnee ist wahrscheinlich dadurch etwas besser. Aber es ist übertrieben kalt. Und das andere Problem ist, wir fahren auch noch weiter hoch als der Sessellift da drüben. Und das andere Problem ist. Ja, ich habe übertriebene Knieschmerzen. Ja, schaut mich noch einmal an. Vielleicht bleibe ich noch. Wenn ich
3300 Meter? Echt? Boah, deswegen ist hier auch so kalt. Und ich krieg so schlecht Luft. Auf jeden Fall sehe ich mit dieser Brille ziemlich blöd aus, aber die ist echt notwendig, weil man hier wenig sieht. Es ist Nebel und es schneit und es ist kalt und es ist einfach alles komisch, aber irgendwie auch geil. Also, Wilde Kaiser, wir haben bald einen Auftritt. Es ist jetzt 12:45, ich glaube, wir haben um 3 oder 3:30 einen Auftritt. Ich fahre jetzt hier runter, wenn ich überlebe, esse ich eine schöne Gulaschsüppchen ohne in der Talstation hier. Ne? Das war hessisch übrigens, das verstehen die hier nicht. Da esse ich eine schöne Süppchen ohne in der Talstation. Macht's gut, wir sind oben. Hier nochmal die wunderbare Aussicht. Einfach wunderschön. So, wir haben es geschafft. Wir haben den Berg bezwungen. Wir waren da oben, oder? Ja, da oben. Aber es hat einige Opfer gekostet. Zwei nämlich. Und zwar, nee, drei eigentlich. Mein Fuß. Mein Fuß. Sein Schienbein. Und mein Handschuh. Das Wichtigste eigentlich. Ja, mein Handschuh ist weg. Und es ist kalt. Und es ist echt sehr kalt. Wie man sehen kann. Die Laser. Stimmt, das sind Schneekanonen. Was macht man damit? Zuckerwatte. Genau. Genau deswegen, wegen solchen Antworten, haben wir ihn eingestellt, unseren Showpraktikant. Da vorne ist übrigens der Jens. Der hat im Sessellift da vorne neue Freunde gefunden. Hm. Ich werde jetzt lieber mit denen rumhängen. Der war am Anfang bei den Coolen dabei, also bei uns beiden. So Leute. Wie ihr sehen könnt, fahren wir gerade nach unten. Mal eine Gondel immer nach oben, wir fahren nach unten. Das ist das wunderschöne Tal. Das ist der wunderschöne Jan. Und das ist leider das wunderschöne Ende dieses wunderschönen Podcasts. Hier in den wunderschönen Bergen in Österreich. Ich habe beim Zipfelbob-Rennen mitgemacht, Jan auch. Wir waren beide relativ erfolgreich. Jan? Also ich habe es auf jeden Fall geschafft. 3 Kameramänner umzufegen. 4. In der ersten. Den einen berechne ich nicht, weil der weggerannt ist. Ach so. Also 3 habe ich wirklich getroffen. Und das ist schon mal eine Leistung halt, ja. Auf jeden Fall. In der ersten Kurve direkt. Ja. Die erste Steilkurve ist ja einfach gerade ausgefahren und hat erstmal, wie gesagt, das Kamerateam von RTL weggehauen. Und ich bin bis ins Halbfinale gekommen. Und unser netter Freund Mischa, der bei Niedrigen Kuhn mitspielt und er ein großer, bekennender Rapsong-Fan ist, ist sogar ins Finale gekommen. Wir wissen leider nicht, ob er gewonnen hat, weil wir jetzt gehen mussten. Das war's eigentlich. Es war schön. Ach so, genau. Wir sind richtig im Arsch.